Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dishonored und wir sind hier auf unserer nächsten Mission. Sollen Zwillinge ausschalten und ich muss gerade noch ein bisschen Luft holen. Warum kann ich denn da nicht rüber? Ich will da rüber. Sauerei. Geht da oben irgendwo was drauf? Manno. Wollt gerne. Vielleicht von dem Turm nicht gesehen werden. Und jetzt mal dieses. Hm? 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 Kann ich dort irgendwie rüber? Ach, verdammt. Ja, egal, auch selbst. Ach, verdammt! Jetzt hat das noch nicht mal funktioniert. Ich wollte einfach rüber. Warum kann ich hier nicht rüber? Ich muss mal kurz gucken. Hier ist nichts los. Einmal ein bisschen aufladen, danke. Hauptsache, ich werde nicht vom Turm erwischt. Da ist auf jeden Fall... Achtung, Bürger von Dunbar. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Möge der Geist des Oberaufsehers sich verflüchtigen und eins mit dem Kosmos werden. Ja, ja, also la bla bla. Oh, ich hätte jetzt am liebsten so, hey, los, hopp! Slackjaw. Was ist das überhaupt für ein Name? Ich muss auf jeden Fall irgendwie dorthin, ne? Warte mal, kann ich vielleicht dorthin? Ohne, dass mich irgendwer sieht. Da unten ist ja auch nochmal einer. Merke ich gerade. Kann ich auch hier nach oben? Irgendwie... Ich möchte gerne da weiter nach oben. Verdammt. So, da unten ist auf jeden Fall ein Typi. Manno, ich sehe das einfach nicht. Ich sehe nicht, wo ich da irgendwo lang kann. Der Typ lehnt da an der Wand. Da drehe ich durch. Ich würde ihn eigentlich auch nicht töten. Eigentlich, ne? Kann ich denn... Passiert da überhaupt irgendwas? Ich weiß es echt nicht, ob da irgendwas passiert, wenn ich das mache. Soll ich es einfach mal testen? Weil der sieht nicht nach... Der sieht absolut nicht nach einer Wache aus. Ich mach das einfach mal. Das ist gut, dass ich meine Waffen wieder draußen habe, ne? Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ach. Okay. Dann habe ich ja Glück, ne? Dann fühlt ihr euch nicht bedroht, wenn ich hier rumschleiche und mit meinem Messer gezückt herumlaufe. Da bin ich ja beruhigt. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden. In der Destillerie. Ich hab irgendwo ist ein Knochenfragment dort drinne. Okay, dann gehe ich rein. Ich hoffe, das ist jetzt keine Falle oder so, ne? Ich vertraue euch da jetzt mal voll und ganz. Du betrittst neutrales Gebiet. Aber das ist ja gut. Dann dürften die ja alle ganz lieb und freundlich zu mir sein, ne? Bis ich mal irgendwas anstelle. Okay, knochenmäßig ist anscheinend eines vorhanden. Was ist da? Ist das irgendwas? Nee, ist nur ein Aschenbecher. Hallo, die Herren? Das klang irgendwie, als würdest du pinkeln, aber du bist
dabei am Laufen gewesen, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Kann ich da einfach rein? Ach, verdammt. Verdammt, wie komme ich denn dorthin? Es geht ja nur durch die Tür scheinbar, weil das alles, ich sehe da kein Loch, gar nichts. Nee, geht scheinbar echt nur durch die Tür, aber die ist unzerstörbar. Ich kann nur durchs Schlüsselloch gucken. Okay. Da weiß ich schon mal, wo das Knochenfragment ist. Slector wartet schon. Okay. Die Springminen nehme ich jetzt nicht, weil... Ja. Ich will nicht erstens dabei gesehen werden, wie ich Dinge mitnehme. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Oh, da ist irgendwas. Bunting, dieser Kunsthändler hat Geschmack. Wenn es jemanden in Dunwall gibt, von dem man was klauen sollte, dann ist er das. Wer immer seinen Tresor knackt, kriegt den doppelten Anteil. Er ist ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Oh, das ist ein Missionshinweis sogar. Warte. Oh, Kräfte, stimmt. Oh, ich habe 3 Runen. Oh. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Beschwört ein Ratten, Beherrschung. Ich würde mal gerne das mit der Beherrschung ausprobieren. Ich weiß, man sollte sich immer lieber auf eines konzentrieren und so. Drücke rechte Maustaste, um für kurze Zeit einen Tierkörper einzudringen und diesen zu beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du erneut... Wenn du die beherrschte Kreatur stirbst, erleidest du dasselbe Schicksal. Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben. In der zweiten Stufe kannst du auch die Kontrolle über Menschen übernehmen. Im Körper eines anderen Menschen kannst du nur einfache Handlungen durchführen, wie Türen öffnen oder Dinge tragen. Das ist natürlich cool, ne? Das ist richtig cool. So, jetzt habe ich keine Runen mehr. Oh, da ist nochmal ein Buch. Bla 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 bla. Weiterhin gilt natürlich für euch, bei langen Texten, die lese ich nicht vor, müsst ihr einfach drücken auf Stopp und so. Das wäre so ein Auto-Dingster-Bumster. Okay, eigentlich wollte ich ja gucken wegen Missionszielen, da. Verlauf verbergen erstmal. Gab's nicht, also Missionshinweise nur. Die Kombination muss ich also irgendwo anders verbürgen. Hat er sich nur notiert. Weil die Leute das bis jetzt nicht öffnen konnten. Naja, wer weiß, wo die ist. Wo ist denn der Typ jetzt? Ist der weiter unten? Nee, ich glaube, ich muss hier nach oben, ne? Weil unten sieht das jetzt nicht danach aus, als wäre da irgendwo eine Möglichkeit, lang zu laufen. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Ah, ich glaube, ich bin aber... Ja, ich bin richtig. Ha, ich habe ihn gefunden. Hallo? Meine Männer hatten recht. Siehst aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die 2 Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Ah, das finde ich schon mal ganz gut. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Was? Bedienungsanleitung. Befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche. Wiederhole, bis der Tank leer ist. Okay. Da kann man echt Flaschen hinstellen und Elixiere produzieren. Cool. Laborgeräte tragen, leere Flasche. Ah, guck mal, leere Elixierflasche.
Provision. Du willst illegales Elixier für dich machen? Nur zu. Sollst ja nicht die Seuche bekommen. Oh ja, warum nicht? Ich kann noch ein bisschen was mitnehmen, wenn du nichts dagegen hast. Das kommt mir doch nur zugute. Okay, ich übertreibe es mal nicht, aber... Oh, guck mal da. Da ist was Mana-mäßiges und Geld und das zum Öffnen. Und hier ist was zum Öffnen und wieder Geld. Jetzt muss ich nur herauskommen. Ich glaube, ich muss generell raus, ne? Wahrscheinlich auf denselben Weg, wie ich auch reingekommen bin. Nur laufe ich gerade vollkommen anders. Nee, ich dachte, da wäre auch irgendwas. Aha, aha. Ich entdecke neue Wege. Das ist sehr schön. Ja, auf denselben Weg, wie ich reingekommen bin. Das sieht so lustig aus, wenn er diesen Doppelsprung macht. Einfacher Sprung, Doppelsprung. Einfacher Sprung, Doppelsprung. Oh, da war ein Rohr im Weg. Okay, jetzt muss ich erstmal... Was glotzt du so blöde? Verschwinde, Idiot. Was? Warum? Warum sind hier solche Leute? Warum sind die auf einmal aufgetaucht? Oh, guck mal. Wow. Ist aber cool mit dem Dings. Das sind Attentäter. Wow, wow, wow. Au, 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 au. Nee, lass das. Lass das. Ich kann davon keine Munition mehr tragen. Davon auch nicht. Warum wurde ich angegriffen von Attentätern? Ja klar, es sind Attentäter, aber trotzdem. Ich bin auch einer. Hier gibt es wenigstens was zum Essen, kann ich mich ein bisschen heilen. Oh, das ist leere Flasche. Lass mal fallen. Das kann ich noch mitnehmen. Heilkräuter. Da noch was. Was habe ich noch hier so? Hier sind auf jeden Fall Münzen. Das war's bei den Augen des Aussatzes. Ich habe schon ein paar Nächte lang mit dem Fieber gekämpft, seit diesen Chaoten von der Bottle Street Gang mich umzingelt haben und so verhinderten, dass ich an meinen Elixiervorrat kommen konnte. Ich wollte nur ungestört meinen kleinen Laden füllen und das Ende der Seuche abwarten. Vor dem ganzen Durcheinander mit dem Tod der Kaiserin der Seuche und den neuen Gesetzen des Lordregenten war Donwell kein so schlechter Ort. Wer das hier findet, hat vielleicht mehr Glück als ich. Und falls Slackjaw oder einer der Idioten der Bottle Street Gang das hier lesen sollte, ich hoffe, die Stadtwache macht euch alle fertig. Griff. Das ist der, Typ gewesen, der mich hier angegriffen hat, der mich so ein bisschen im Arm geknabbert hat, der jetzt da liegt. Der ist also der Seuche erliegen. Schade, schade, schade. Ja, kaum zu glauben, aber wahr, ich finde sowas schade. Diese scheiß Attentäter schon wieder, echt mal. Einfach mal hier hoch, da hoch. Mal kurz gucken. Aufpassen. Herumtreiber. Eigentlich nur auf die andere Straßenseite, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich das nicht so gut hinbekomme. Mal sehen, was passiert, wenn ich nochmal. Darauf achten, dass da ja auch irgendwie wieder rein muss. Aufpassen, hier schleicht jemand herum. Nein, nein, hier schleicht niemand herum. Absolut niemand. Ich will Ihnen noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Oh Gott, die kommen wieder hierher. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Bitte seht mich nicht. Bitte seht mich nicht. Zeit für weggerannt. Nix da. Zieht auf die Beine. Zieht auf die Beine, ja. Ah. Da hoch bitte, danke. Ich finde das immer so schön, durch das Teleportieren sind die mal kurz so ein bisschen, ja, verlangsamt von der Sprache her.
Das war lustig. War ich hier schon mal? Ey, ich glaube, ich war hier schon mal. Lol. Ah, tatsächlich, ich war hier echt schon mal. Bin dann irgendwie hier so rumherum. Wo bist du? Ruft, wenn ihr ihn seht. Wo sind denn? Ach, da sind jetzt Ratten. Und knappern die alle gerade nieder. Ich glaube, mein Chaos-Dings wird diesmal hoch sein. Wir wissen, dass du hier bist. Oh, das könnt ihr ruhig gerne wissen. Er könnte wiederkommen. Das nicht, aber es reicht, um mich vor euch zu verstecken. Aufpassen, ein Herumtreiber. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ich muss mal kurz gucken auf die, auf den Countdown und so. Entschuldigung. Nein, hier schleicht niemand herum. Oh, da oben ist ja auch noch ein Typi. Ich glaube, der ist aber im Haus selber. Nee. Oh, der ist nicht im Haus. Der ist alles andere als im Haus. Aber er hat mir den Rücken zugekehrt, oder? So wie es aussieht. Ich weiß halt nicht, wenn es auffällt, ob ich, wenn ich den jetzt hier ausschalte, ob das jetzt irgendwie dann, ja, auffällt halt, ne? Warte mal, ich glaube, die 3 war das mit dem Betäubung. Ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Aufpassen, ein Herumtreiber. Hat aber keinen aufmerksam gemacht. Hab ich ja nochmal Glück gehabt, ne? Dann gehe ich jetzt einfach mal rein. Ja, zu Galvins Büro. Hast du ihn gesehen? Nur viel Blut gesehen, ehrlich. Das hätte ich auch gern. Hilfe. Finde den Informanten. Kann ich nicht hier zufälligerweise den Kamin irgendwie hoch oder so? Ich würde gerne, ich weiß nicht was ich, ach, da ist der Informant wahrscheinlich verprügelt worden oder so. Guck nicht in meine Richtung. Bitte guck nicht in meine Richtung. Guck nicht in meine Richtung. Guck nicht in meine Richtung. Ich sagte, guck nicht in meine Richtung. Nein, lass das. Kommen hier noch welche? Ist gar nichts passiert. Überhaupt nichts. Ich bin ein Inspektor, ich darf das. Ja, man muss immer husten, damit die das nicht mitkriegen, ne? Guck mal, Tresor. Oh, keine Kombination. Also dahinter scheint aber niemand zu sein. Das hätte ich ja dann bemerkt, ne? Warte. Okay. Ich brauche auf jeden Fall diese Nachtsicht. Da kann ich mich auf jeden Fall verstecken. Ich bräuchte eine Karte. Da unten sind voll viele Ratten. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Irgendwie sind hier keine Leute mehr. Ist doch schon irgendwie seltsam, oder? Findet ihr das nicht seltsam? Vielleicht ist das auch so ein Zeichen, so, hey, du solltest vielleicht mal einen Schnitt setzen. Vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Hat auch gar nichts damit zu tun, dass die Folge vorbei ist. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, dann mache ich einfach jetzt hier doch einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Time.